Schiedsrichter Harald Lechner führt die beiden Mannschaften hier aufs Feld. 29-jähriger Wiener FIFA-Schiedsrichter und längst gerade in der Europa League debütiert. Gegen Wiener Neustadt und auf der anderen Seite, ich glaube, das hat der Roman schon sehr treffend gesagt, richtig schlecht hat die Admira nie gespielt in diesem Herbst. Man hat fulminant begonnen und zwar nicht nur in den ersten zwei, drei Spielen, sondern man hat das richtig lange gehalten. Man war zwischen der 10. und 15. Runde sogar Tabellenführer. In den letzten Wochen hat es dann mit dem Toreschießen nicht mehr so geklappt. Aber spielerisch war das oft sehr, sehr herzerfrischend, was man gesehen hat. Befreit nach vorne, mutig nach vorne. Und das wird heute auch ein echter Maßstab für den Eurofighter aus Salzburg. Oh, habt ihr Geld? Die Richtung wird spielen, Salzburg wird anschließen. Wir bleiben da stehen. Was bitte? Also, bleibt da stehen. Der Mira und der neue Kapitän bei den Salzburgern, Christoph Leitgeb, hat Anstoß mit seiner Mannschaft. 1:2, das erste Duell in der Südstadt. Doppelpack, Hosina und dann noch Joker Zarate. Aber in Summe war es eine sehr verdiente Vorstellung. Und damit sind die Admiraner die einzige Bundesligamannschaft in dieser Saison, der einzige Gegner, gegen die Salzburger noch nicht punkten konnten. Dazu ist bekannt, dass man oft ein bisschen Probleme hat gegen die Aufsteiger. Das war in den letzten drei Jahren schon alles andere als souverän. Da hat man immer was liegen lassen. Auch er sucht ein bisschen nach der Form. Patrick Jeschek. Man ging einmal deutlich über den Erwartungen. Und jetzt geht's los. Plasnecker. Der war schon über der Torlinie. Aber auch wieder schön zu sehen, da rückt gleich ordentlich was mit. Nicht nur 2-3, die sich da für die Offensive zuständig fühlen, sondern da kommt alles mit. Oh. Das bezweifle ich jetzt schlicht und einfach. Der war noch nicht hinter der Torlinie. Herankommen kann. Jefferson klärt auf die andere Seite zur Ecke. Die Admira. 4 davon aus Eckbällen. Patrick Jeschek. Oh, das war zu viel des Guten. Daniel Tops. Meyerhofer, abseits. Dusan Svento. Naja, ganz klar. Auch Zarate wäre es gewesen beim Abspiel schon. Zu spät. Sauber. Schwab. Ah, muss Freischuss geben. Vorteil. Stefan Schwab. Kurzes Sorry auf die linke Seite hinaus. Uedraogo wäre da ziemlich frei gestanden, aber. Jeschek. Uedraogo. 4 gegen 4. Fein durchgespielt und das ist das 1:0. So einfach kann das gehen, wenn man mutig und couragiert seiner Linie treu bleibt. Fünfzehnte Spielminute. Schauen Sie, 4 gegen 4.
wie in der Halle. Uwe Drogo macht den Haken hin, hat verschiedenste Optionen und ideal nach innen freigelaufen, Jeschek. Ah, wenn viel Platz da ist, da muss man nur fein ins Loch laufen. Und dann macht das der Tscheche souverän, sein 7. Saisontreffer. Ja, und so lässt man dann schon einmal eine kleine Formkrise ins Locker abschütteln. 1-0 für die Admira hier in Salzburg. Jetzt gibt es aber Freistoß und gelb hinterher, Plasnecker gegen Zarate. Die 4. Verwarnung in der laufenden Saison. Ah, da springt er einfach mal so in die Beine hinein, um den Ja da nicht zu riskieren, dass der Zarate Ja nicht gefährlich hineinflanken kann. Die nimmt er mit. So, Standardsituationen sollen im Training so toll funktionieren bei den Salzburgern. In der Liga hat man noch eher wenig davon gesehen. Nicht schlecht und dann noch Leitgeb im Nachschuss. Für Leonardo. Riesenchance. 20. Spielminute. Ein erster kleiner Patzer in der Admira Hintermannschaft ermöglicht diese Chance. Da war Leonardo auf und davon, legt fein ab für Jakob Janča. Escher schätzt diesen Ball ein klein wenig, fein in den Rücken gespielt. Und dann fehlen Zentimeter zum Ausgleich hier. Für den bislang gefährlichsten Angreifer mit 6 Toren und 4 Assists bei den Salzburgern. Dann kann auch einmal Salzburg im eigenen Stadion kontern. Und Stefan Meyerhofer erinnert ein bisschen an den furchtbaren Plumpser. Aha, da haben wir aber auch eine knappe Abseitsposition. Fahne war oben gegen Wiener Neustadt. Da hat er aus 2 Meter den Ball irgendwie drüber gekriegt. Ja, das ist natürlich unnötig wie nur irgendwas. Daniel Drescher von hinten gegen Stefan Meyerhofer. Kommt aus vollem Lauf, wenn er ihn auch da nur ein bisschen hinten trifft. An der Achillessehne. Das ist nicht nötig. Für so Attacken von hinten gibt es dann schnell die Gelbe. Didi Kübauer. Beim Aufwärmprogramm mit Schiedsrichter Lechner. Und jetzt auch noch mit dem 4. Unparteiischen. Da muss er aufpassen, sonst versäumt er den nächsten Konter seiner Mannschaft. Ja, das war, glaube ich, nicht Ball gespielt. Uwe Drogo, ein bisschen übermotiviert. Zumindest ist in der Regel hier versucht, hier anzurennen, den Ball spielen zu wollen, aber ich glaube, er war zu spät. Seine 8. gelbe Karte in dieser Saison. Ja, Ball erwischt er nicht. Der Gonzalo Zarate da, Walter Green. So, Feintuning zwischen Janča und Leonardo, da kann man auch noch ein bisschen dran arbeiten.
Körpersprache bei den Salzburgern geht ein klein wenig den Bach hinunter. Nach 30 Minuten, wie hat Didi Kühlbauer schon so schön gesagt im Interview mit Thomas Gonaus, man muss versuchen, heute die schlechte Seite von Salzburg heraus zu kitzeln. Bisher ganz gut geglückt. Vielleicht im Augenblick der Admira zur 1:0 Führung. Hosina. Oh. Abseitsposition. Ich glaube nicht. Eher gleiche Höhe. Aber Balke wäre ohnehin den Kick, glaube ich, schneller dran gewesen, wenn der Hosina noch voll durchzieht. Dagegen wirkt das Spiel der Salzburger Meister ein wenig statisch. Und das ist die nächste Gelbe. Das ist ja total überzogen, was hier in den Zweikämpfen mitunter serviert wird. Stefan Schwab sieht gelb. Völlig unnötig. Die Gelbe von Plasnecker, die verstehe ich. Da musste er eine gefährliche Situation klären. Aber hier da irgendwo in der gegnerischen Hälfte so einzusteigen. Detto, Uedraogo. Das kann dann auch der Knackpunkt hier in einer Partie sein. Muss nur eine zweite kleine Unachtsamkeit passieren, ungeschicktes Handspiel und schon wäre man in Unterzahl. Also, das Abgebrühte, das mag noch fehlen in der Mannschaft von Didi Kühlbauer, aber das will man noch alles von einem Aufsteiger erwarten. Aber sie stehen hinten einfach auch gut. Es ist fein verteidigt, können wir es jetzt aufpassen. Uedraogo. 10 Minuten vor der Pause. Also in Wirklichkeit gelb-rot. Glück für die Admira. Ja, tschau. Genauer. Ja, dann traut sich Schwab nicht mehr ganz gegen Hielender. Das müsste es eigentlich sein und das ist es auch. Abseits, die Fahne ist oben. So, was ist da genau passiert? Irgendwie haben die Bullen den Ball ins Tor gewirkt. Heftige Proteste von Janschel. Wir schauen uns mal genau hin. Was ist da alles? Naja, natürlich abseits, denn beim letzten Ballkontakt von Stefan Meyerhofer springt der Ball dann direkt aus einer Szene zu Sarate und der profitiert von seiner Abseitsposition oder aus passiv wird aktiv. Richtigerweise zählt dieser Treffer nicht. Das Schwab war das der Fall. So, wir schauen genau hin. Achten Sie dann auf den letzten Ballkontakt vom am Boden liegenden Stefan Meyerhofer. Das ist ja alles feingespielt, alles korrekt. Jetzt Meyerhofer. Und da ist der Fuß vorne von Zarate. Also der Fuß, die Spitze zählt da, würde ich sagen, weiter vorne als der am Boden liegende Admira-Verteidiger. Weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Eine Aufgabe da wirklich fein hinten. 13er, den Amateuren, dieser Stefan Auer. Weit geht. Feiner Ball und das wird ein Eigentor. 1:1. Was man nicht selber besorgen kann, nimmt man eben als Geschenk mit. Gernot Plasnecker. Ja, so kann es passieren. Da kommt der Pass. Plasnecker hechtet nach Möglichkeit, erwischt den Ball ungünstig. Und Tischler kommt ein bisschen aus seinem Tor raus. Auch das geht in Ordnung. Und der Ball hat dann zu viel Effekt. 1:1, 41. Minute, ein bisschen glücklich vor allem, wie dieser Ausgleichstreffer zustande gekommen ist. Aber Salzburg gleich aus.